Vor Sommer 1956, denn ab Sommer 1956
50 hätte er die Heckdruck von 220. S noch nicht, SE gar nicht, ne? Das ist noch der Vergaser, aber es war der erste 1976 erstzulassen, habe ich vorhin gelesen. Und die Witwe des ersten Anwendungswagen, der Prinz, der das Auto wieder wach gepisst hat. Es hat dem Auto gut getan, unglaublich, ein solches Auto schon unter 67 vorzustellen. Also, ein 13-jähriger schon Prospekt dazu, aber er hat mich schon jedes Jahr seit 20 Jahren gekriegt. Nochmal Jaguar X-Tar, diesmal aber links gelenkt. Und das ist sogar 150er. 150er, schon das letzte Modell, da ist schon ganz viel anders als beim U-Modell. Die Scheibe zum Beispiel. Der ist aber jetzt automatisch. Die BMW Setter B. Ein Jensen war nicht der Jensen, sondern ein Jensen gefahren, der einem Mitglied gehört, dass das vorne steht. Die Jungs, die hier drin sind, die haben sich stilecht zum Auto angezogen. Dieses Auto ist natürlich VW-Käse. Zubehörpalette. Dieses schöne Ding hier soll dafür sorgen, dass die Fliegen nicht immer vor die Scheibe bleiben. Das ist kein Scherz. Das ist ein Ding. Genau wie die Fahnenhalter, die sollen die Fliegen halten. Später. Was es aber schon gab, war das geschüsselte Lenkrad. Das wird uns dann damit auch noch an. 30 PS, 34 PS kann man uns schon. Dann müssen wir ganz nach vorne sagen. Mhm.
Ford Taunus 17M und 20MP5. Das ist das Modell, dies von 1994. Ist das nicht schön? So, der Hintergrund kommt der Jaguar E-Type 1961 vorgestellt. So, die Qualität. Jetzt kommt aus der neuen Welt die sportliche Version des LSU Prinz 1000, der erste rote LSU. Wahnsinnig schönes Auto. Die Karosserie ist von Chevrolet. Ja. Die steht schon mitten zur Straße. Jetzt zack, zack, Entschuldigung. Die müssen aufsteigen. Ja, genau, stopp. Ja, und die Hupe ist ja wunderbar. Die Jungs, die hier drin sitzen, sind alle jünger als das Auto, da gehe ich mal von aus. Ja, ein ganzes Stück sogar. Aber ein Auto, das immer noch sofort als Mercedes zu erkennen ist. Der Mercedes-Stern ist Marke 265 weitergebaut hat und noch einen konservativen Kundenbeistand. So, Herr Staff muss einen kurz halten. Der Schwarz, ist er jetzt hier 4 oder 6er? 4er. Alles erzählt, ich spreche den Zeitrahmen. Jedenfalls ein Klassiker vom ersten Moment an. Dies ist schon die zweite Version mit der Änderung. Nun ja, aber ein schönes Schwein. Die erste Mercedes S-Klasse, meine hier, der Austin Healey Sprite, den gab es auch bauartreich als MG. Jetzt kommt ein Volvo. Ich habe am Morgen gesagt, Volvo ist die zweite Mauer, ein schöner Name ist. Aus Bochum schon zum 21. Mal dabei, weiß ich jetzt gar nicht. Eine Schweizer Lastwagenfirma. Und der ist relativ schmal, weil er auch über die Schweizer Gebirgsstraßen ohne Servolenkung gute Fettfahrende Karosserie gebraucht worden ist, vorgestellt worden 1944. Sie eben bei einem Metallerstaat, wird auch in Wien produziert. Natürlich mit vielen Zulieferern auch von Deutschland, insofern nur etwas eingeschränkt. Richtig Erfolg, gute Fahrt. So, der nächste ist kein Fiat 600, nein. Natürlich ist der Fiat 600 die Basis, der kam 1955. Das ist ein Abarth Mercedes R107, der SL von 1971 bis 89. Dieser in der Amerika von 1961 ursprünglich, das hat sich Mercedes zum damaligen 75-jährigen Jubiläum geschenkt. Der damalige 8-Zylinder, der 560er R107, nichts sagen. So, wir hören mir denn mal irgendwas zu trinken, ich fahre hier schon fast um. Wasser. Komm her, ich kann dir auch Marken geben. So, nochmal ein Ford Mustang und das ist schon eine Version des U-Modells, aber schon ein bisschen größer geworden. Sehr sportlich und der Name auf dieses Auto hier, mit diesem jugendlichen Paar aus Münster, ne? Das ist der Mercedes, der 850 kam 1964 raus, der Spider ein Jahr später. Romeo, der heißt auch deshalb Bertone, weil Bertone ihn gezeichnet hat. Den gibt es in X-Versionen, in der Fall gibt es seit 1949 auch als Vollkabriolet. Nochmal Alpha, das ist der Alpha Spider, auch in X-Versionen als Monster, oder wenn Sie wollen, Triumph Spitfire. Der Name ist gut gewählt, das war nämlich ein englisches Yachthaus. Das war der erste Sechszylinder von BMW in neuerer Zeit, 1968 erschienen. Ah, schön. Ich ernenne Sie jetzt zum persönlichen Flaschenhalter. Das ist doch ein toller Job, ne? Danke. Bitte noch Kennzeichen, eins der reaktivierten alten Kennzeichen. Das ist wieder mal eine Firma und der ist auch vor 1962 gebaut worden. Da sieht man daran, dass er vorne von Wolfsburg hat. Porsche
Mercedes 423, 3 Jahre Lieferzeit bei Ankündigung. Die Vorgängerin der heutigen E-Klasse muss schnell gehen. Jetzt nochmal der VW T1, letztes Baujahr 1966. Der war mal in Amerika zugelassen. Ich mache raus. Ich bin hier im Bahnhof. Ja, das weiß ich. Das letzte volle Baujahr war dieses 66. Im Sommer 67 geflogen, hat 1966 die erste Schaltführer. Die Erfindung des heutigen Dreiers. Immer noch ein schönes zweites Auto. Der Porsche 911 Targa, das ist der TII, die schnellste und schwerste Version. Ich muss euch durchwinken. Extra aus Hamburg gekommen, wenn auch mit Münsteraner gehen. Ne? Nochmal einer, welcher eins, das hier ist ja nicht bei allen, aber selber hätten wir Leute auch. Wir sehen uns dann einmal. Ne? So, dahinter kommt der wohl schönste Mercedes, finde ich, der 70er, 80er Jahre, die S-Klasse als OP, erstmal Kennzeichen. Jetzt probieren wir mal eben den Gurt. Macht aber nichts, das ist der Vorführer. Guten Anblick. Die Türgriffe hat der Zivilist damals sehr kritisiert, Bruno Sacco, aber die waren sicherheitsdenken geschuldet. So, und das ist der VW Dürrenholmer. Ab Sommer 1964 wurde die Sandkäfer ein sehr gutes Aussicht gegeben, insbesondere bei der Stelle. Michi Michi, dieser kommt aus Westerstede, sieht noch ein bisschen sehr amerikanisch aus, aber heute schon ein Klassiker. Da sollte man gar nicht denken. Dann ziehe ich dich dann gleich weg. Der 6 Höhepunkt einer langen Reihe, der hat man noch mal ganz modernisiert hinter uns zu liegen. Der kam schon Ende der 70er Jahre auf den Markt, wurde gebaut bis 1960, 61. Der ist einfach nur schön. Na? Ein Auto so typisch 50er Jahre mit den Speichenrädern nur links. Das Volkabolet ist erst 20 Jahre nach der Präsentation nachgeschoben worden. Ich bin mit dem Fuß gefahren, da habe ich den großen Zeh gebrochen. Da muss ich euch jetzt aufpassen. Gute Fahrt. Ein Wagen, mit dem wir eigentlich Brigitte Bardot erwartet haben auf Florida, die verhält sich genauso wie der Kammerdier zum Käfer. Zum Beispiel sind einige Verfallserscheinungen. 415. Sehr schön, das Auto ist gerade 50 geworden. Der Fahrer ist um einiges Nachfolger des Kammerdier 1974 auch bei Kammer gebaut. Das ist der TS mit Doppelscheinwerfern, 85 PS. Ich denke gerade, weil es das gleiche Team wird, dieses wunderschöne Polster von ihm, das wir jetzt leider nicht sehen. Genau. Aber das reicht ja auch. Und es ist ein Auto mit Schaltgetriebe. Das ist ein Kennzeichen, den wir Anfang der 80er Jahre entschieden, wir brauchen wieder Cabriolets, hat er selbst gemacht. Und dieses von allen BMW-Cabriolets, der Dreierserie, das schönste, finde den E, oder natürlich das Objektiv ist. Dieser ist besonders schön, denn die Zweifel japanische Marke. Der hat eng mit Renault zusammen und hat den Petrol schon in den 50er Jahren treu. So, dahinter nochmal ein Mercedes Stich 8, alle 50 Jahre alt geworden dieses Jahr. Tschüss. 120 Benziner, Automatik, das stand früher mal drauf. Und der nächste ist per Porsche diese Karosserie gefasst, was aber passt, denn auch das ist ein Boxermotor, der Luftgefühl ist, von zum Hörens kaum, weil es der gleiche Boxermotor ist. Aber geht er jetzt so. Davon gibt es so viele Versionen, dass wir immer mal zum Wochenendseminar machen können. Dieser ist aber so das Abdeck. Immer mit der Mitte in der gleichen Lage, in der gleichen Farbe, wie wir aus Bildierung verstehen. Wissen, das ist schon ganz was Besonderes. Haben Sie hier angereist? Gestern Abend und fahren aber nicht heute zurück. Ein von niemand erwarteter Sportwagen von mir. Nur an die Schwarzwaldklinik erinnern. Der, wie ist der noch, der Sohn von dem Professor? Der sprang immer über die Seitentür von Golf 1. Der ist genau wie ich, die RSC, vorgestellt 1955. Das wiederum funktioniert. Man kann die während der Fahrt verstellen. Das ist die Haltung. Golf 1 als Cabriolet kam 1979. Kamann hat, also ist ein Damenteam, ne? Kamann hatte vorher das Käfer-Cabriolet gebaut, das konnte man nicht mehr bauen, weil es den Käfer 70, 17 M und 20 M in Deutschland hat. Und I, also 2,8 Liter Rettstoffmotor. So, die Ente hatten wir schon mal. Jetzt kommt eine sehr frankophile Ente. Die hat nämlich die französische Nationalfarben. Der ist jetzt ein Land Rover 88 aus englischer Produktion, aber in Dienst. Aber die muss zurzeit gucken, wo ihr Philipp ist, denn der ist ja eigentlich nicht ausgezogen. Stand jedenfalls aus. Eben ganz kurz rauskommen. So, jetzt kommt die S-Klasse, die wirklich die erste S-Klasse, der erste Mercedes, mit dem so geworben wurde, 1972 S-Klasse. Da sitzt jetzt nicht Helmut Kohl, Dankeschön.
Das ist der zweite VW Passat. Jetzt kommt der PMW 02. Dieser ist von 1972, ist der selber Mark II als sportliche Limousine. Sehr schön. Einfach durch. Gerade zu diesem der TSR-107, das Kennzeichen von Rätes, der ist immer. Die haben vorne diese VW T1 hat einige Besonderheiten. Ja, der Porsche 911 als Targa und erinnert auch an die Targa Florio und deswegen ist der Name Targa bis heute für Porsche geschützt. Ich habe euch gar nicht gesehen. Gute Fahrt. Ja? Tschüss. Auch Windstärke hat uns ein Crossfighter. Und die kommen hier aus Münster und haben hier noch zwei Betriebsfahrzeuge stehen. Das ist der SL von 1963 bis 71. Der hat auch schöne Kennzeichen, SL. Es kommt VW Käfer, seit 1949 noch als Cabrio lieferbar, immer mit dem Stärk. So, weiter geht's. Italienischer Kühlschrankhersteller. Die haben Anfang der 50er Jahre einen Kleinwagen konzipiert und eben die Kleinwagen Spurensucher für Oldtimer. Und vor zwei, drei Jahren oder auch schon früher habe ich den, auch mit den Luftpolstern, mit Schiebedach, da ist alles drin, das ist gut und schön und teuer in den 70er Jahren. Schick gemacht, der hat aus unterschiedlichen Modelljahren das Beste rausgenommen und hat daraus einen interessanten Mix gemacht. Die Steinfurter Käfer, aber hier stehen bleiben. Und die beiden Jungs steigen da mal eben aus. Gemacht sich bis 66 in Deutschland, in Köln und später nur noch in Genf. Sehr toll. Dieser hier ist ein Pilger, das ist ein Pilgrim. Das ist einer der vielen. Ach so, Entschuldigung, da habe ich jetzt was gesteuert. Der sitzt daneben, ja, das ist der Mercedes 430. Ja, zeitlos schwer, A 1967. Und das ist der erste Serienwagen mit einem Zweischein-Wankelmotor. Das Patent liegt bei NSU, das ist ein Frank, der entwickelt hat. Jetzt mal eine kleine Pause. Wahrscheinlich sind schon viele.